Yo, Leute, willkommen zu einem neuen Lenkrad-Special. Mal gucken, ob ich das jetzt hier zu einem dauerhaften Aktion mache. Kann mit großer Wahrscheinlichkeit sein. Und zwar habe ich mir heute mal so gedacht, wie ihr seht, ja, man kann es auch sehen. Okay, das Lenkrad natürlich wieder aktiv hier. Und ich habe mir heute so gedacht, gucken wir uns doch mal an, wie sich Euro Truck Simulator 2 mit Lenkrad spielen lässt. Bis jetzt habe ich das Spiel selber immer nur mit Tastatur gespielt, weil ich immer zu voll war, den Controller anzuschließen. Und diesbezüglich habe ich mich heute mal dazu bewegt, mal als Test das Lenkrad einzurichten. Und jetzt bin ich echt mal an sich gespannt, wie sich das denn spielen lässt. Dazu muss ich noch kurz eine Sache sagen. Ich habe auf Automatik gelassen. Der Grund dafür liegt daran, dass mein LKW sehr viele Gänge hat und ich in den Gängen rumhüpfen würde. Was ein bisschen blöd ist, dessens habe ich das mal nicht drin. So. Darf ich fahren? Gut. Wie gesagt, ich bin auch komplett Neuland mit dem Lenkrad ein bisschen. Ja, es ist jetzt schon ein Renntagsvideo gekommen und auch ein Livestream, wo ich mit Lenkrad gespielt habe, aber zum Beispiel im Punkt Euro Truck Simulator 2 ist das erste Mal jetzt, dass ich das Lenkrad wirklich aktiv nutze. Also bin ich an sich mal gespannt, wie sich das hier entwickelt. Ich möchte keine zu weit lange Fahrt haben, sonst sieht dieses Video ganz schön lang. Dessens nehmen wir eine kürzere Strecke und ich würde sagen, komm, Wir fahren Möbel. Dann werde ich das vielleicht zusammenschneiden. Aber das ist voll okay so. So, wo haben wir denn meinen? Der ist hier. Na komm, ein bisschen rum hier. Jo. Komm, das schaffen wir doch wohl. Das wird doch wohl klappen. Man sieht, ich habe nicht alle möglichen Tasten aktiv gesetzt, aber ich denke mal, für den Anfang wird das, denke ich, ja mal ausreichen. Zum Beispiel fällt mir gerade ein, dass ich eine Taste gar nicht eingestellt habe und die wird wichtig werden. Dessen stelle ich die mir mal ganz kurz ein, weil wir haben einen Tempomat. Da ist er. Den setze ich mir mal nach hier unten. Oder nein, nach hier. Und vielleicht kann ich ihn ja erhöhen oder verringern. Ja, perfekt. Damit können wir erst einmal arbeiten und wieder rein ins Spielen. Weil wir brauchen den Tempomat-Vergleich, deswegen. Darf ich? Danke. So. Habe ich gerade ungewollt den Motor ausgemacht? Entschuldigung. Kann ja mal passieren. So, wie gesagt, ich bin komplett nicht drin, wie man mit Lenkrads das Spiel hier perfekt anspielt, aber ist ja an sich das kleinere Problem. Das könnte zwar ein bisschen langweiliger werden, weil ich muss jetzt sagen, für ein Lenkrad-Special und es recht Euro Truck Simulator 2 habe ich jetzt kein wirkliches Thema. Diese Ampel war jetzt kurz gemein. Dürfte ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr als 50 km/h fahren?
So. Ich hoffe mal, ich war so schlau und habe übrigens im Hintergrund später Musik eingebaut. Sonst wäre das ist recht ein bisschen langweiliger. 60, 70, 80. So! Ich hab damit noch nie gearbeitet, dass man den Tempomat schneller stellen kann, also höher stellen kann. Das habe ich für dieses Video eigentlich jetzt das allererste Mal gemacht. Hua! Ach, da kommt gleich eine Abbiegung vor uns. Das ist. Hier, wobei ich muss jetzt gleich einmal bitte. Lasst mich gleich mal irgendeiner mitspielen. Ich müsste gleich bitte einmal die Spur wechseln. Ach, da lässt mich keiner mitspielen, ne? Dann werde ich jetzt mal ein bisschen drei. Komm schon, hallo! Moment, machen wir die Geschwindigkeit für die Kurve eigenständig. Sonst könnte das ein bisschen in die Hose gehen. Normalerweise selber, wenn ich das Spiel in privat spiele, achte ich nicht groß aufs Tempomat. Aber gut, das liegt auch daran, weil ich es gewohnt bin, mit Tastatur zu spielen. Hier ist das jetzt natürlich eher was Neues, dessen halte ich mich dann doch jetzt erst einmal kurz an die eigenen Sachen. Und deswegen, was ja schon mal mit drin ist, was ich vorher noch nie hatte, war Force Feedback. Was jetzt aber auch nicht unbedingt so schlimm ist. Lasst mich mal hier rüber. Normalerweise nutzt man die zwei WIP-Schalten, die ihr jetzt gerade in der Facecam ja super seht, für Schalten. Ich könnte auch hier rüber schalten. Normalerweise aber ich nutze das jetzt für links und rechts mal eben die Sachen hier. Deswegen ist das von Vorteil. Wir müssen, wie gesagt, Möbel transportieren. Ist in Ordnung. Ich bleib noch hier auf dieser Spur. Noch sollte ich nicht rüberziehen. Das wäre sonst ein kleines bisschen blöd. Spielesound könnte ich ja ein Stückchen lauter schrauben, weil der ist ja ganz schön leise. Ach ja, übrigens. Ich habe meine Hupe platziert. habe ich eigentlich im letztigen Lenkrad-Special erwähnt, was für ein Lenkrad ich eigentlich habe? Wenn nicht, bin ich mal so frei und erzähle das mal. Ich habe nämlich das Logitech Driving Force GT, das was sowohl für die PlayStation 2 und höher arbeitet, wie auch für den PC. Und hauptsächlich nutze ich das natürlich für den PC. Natürlich habe ich es auf meiner PlayStation 2, die ich hier natürlich besitze, natürlich ist auch schon ausgetestet. Aber am wichtigsten, warum ich es mir ja erst geholt hatte, ist natürlich der PC. Und das wird auch natürlich so bleiben. So, sollen wir mal ein Stückchen den Tempomat mal erhöhen? Ich würde sagen, ja. Komm schon, du dürftest jetzt etwas schneller fahren dürfen. Genau. Ich finde das recht angenehm, dass man dem Tempomat einrichten kann, dass er alle 5 km/h etwas schneller fahren soll. Das ist recht angenehm. Ich bin übrigens ein recht aktiver Euro Truck Simulator 2 Spieler, normalerweise eher auf Multiplayer. Für heute, für das Lenkrad Special, habe ich mich natürlich dazu bewegt, mal den normalen Singleplayer zu spielen. Somit haben wir ein bisschen Gegenverkehr. Dann ist es ein bisschen interessanter, worauf ich manche Sachen ein bisschen achten muss. Sonst wäre es ja eher so. Ja, ein bisschen schlechter. Schlecht als recht, sagt man ja mal so schön. Ich werde gucken übrigens zu den Lenkrad-Specials.
dass ich noch verschiedenerlei Games damit mal bringe. Das wird, denke ich mal, entweder wird das eine eigene Playlist oder wird ganz normal in der Special Playlist drin sein. Also so wie bisher halt. Das muss ich aber noch ganz genau gucken, weil diese Lenkrad-Specials haben ja verschiedenerlei Ideen. Erstens, dass ich ein bisschen besser mit dem Lenkrad zurechtkomme. Wie auch dass es mich ja auch zum größten Teil wirklich interessiert, wie lassen sich denn Spiele wirklich mit Lenkrad steuern? Gut, ETS 2 selber ist natürlich jetzt eher so ein Spiel, da... das ist ein bisschen langweiliger dafür, weil es halt so eine langsame Geschwindigkeit natürlich hat. Dürfte ich bitte einmal darüber? Danke. Ey! Habe ich jetzt Schaden genommen? Nein, habe ich nicht. Ich könnte eigentlich vieles hier noch einstellen. Das ist wie gesagt so ein spontanes Lenkrad-Special. Ein paar Sachen habe ich mit dem Lenkrad schon eingestellt. Manche Sachen sind vielleicht auch noch ein bisschen unlogisch platziert, das ist natürlich auch klar. Aber trotzdem, du bist hier vorne ein ganz schön kleines bisschen zu langsam. Wie voll ist eigentlich mein Akku? Mein Tank. Könnte ich damit die komplette kmh-Zahl fahren? Nein, aber noch muss ich nicht unbedingt tanken. Wir schrauben ein kleines bisschen die Geschwindigkeit noch an. Naja, normalerweise müsste ich jetzt gleich eine Strafe irgendwann kriegen. Das habe ich aber nicht aktiv, weil ich jetzt schon viel zu schnell eigentlich bin. Oha, ETS 2 ist eigentlich recht gut programmiert. Natürlich hat es seine Fehler, ein paar kleine Fehler. Ist ein Simulator, wird aber an sich recht gut supportet, erst recht, weil es so viele Updates immer bekommt. Dessens kann man damit echt gut arbeiten. Und deswegen... Ist der wert? Da wollen wir mal gucken. Das ist nicht geplant hier an der Seite. Aber ich bin für den gerade viel zu schnell. Normalerweise sollte ich das... Ey! Schweinerei! Mann. Eigentlich fahre ich gerade echt nur mit dem Tempo, mit dem Tempomat. Na, ich muss da hier rüberziehen, ne? Ja, dann würde ich ja sagen, ich mache das jetzt schon mal. Weil noch muss ich nicht runter vom Auto, von der Autobahn. Damit ist das recht gut. Da war ein kleiner Hubbel. Und sich guckten. Huiuiui. War so ein kleiner Test. Ich musste nämlich ein bisschen was am Profiler dran rumwerkeln, damit das auch wirklich ohne Probleme läuft. Was ihr übrigens ja gerne mal in die Kommentare schreiben könnt, wenn ihr möchtet, ist: Soll ich mal von ETS 2 an sich mal ein kleines Anfangs-Let's Play bringen? Soweit, also ob ihr mehr davon sehen möchtet. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal in einer... Ich weiß, dass ich schon mal für ein kleines Infovideo auch schon mal ETS 2... Das war zu stark gebremst. Ich wollte nicht so stark bremsen. Sorry. Habe ich es eingestellt? Jo, habe ich. Gut. Ich weiß gerade gar nicht mehr.
Was bist du denn? Ah, ich habe Licht ja doch schon eingebaut. Das wusste ich jetzt nicht, dass ich schon Licht eingebaut habe. So. Meine LKW fühlt sich ein bisschen langsam an. Entweder gebe ich mit durch das Pedal weniger Gas, was auch einstellbar dann ist, aber ich, an sich, keine Ahnung. Ich weiß, dass ich mit der Tastatur eigentlich viel schneller Gas gebe. Normalerweise. Also wir dürfen 80 fahren da vorne. Dann schraube ich ein Stück runter. Ja, und jetzt zieht er mir natürlich davon. Das war ja klar. Okay, wann müssen wir eigentlich alles abgeben? Gegen nachts. Okay, damit kann ich arbeiten. Ich könnte das auch viel schneller an Land bringen, deswegen... Geben wir ein kleines bisschen mehr Gas. Ich weiß gar nicht, wie viel Gas ich irgendwie, wie schnell mein LKW grundsätzlich fährt. Okay, ich habe den Servomaten ja noch aktiv. Ha, Alter! Hat aber ein bisschen gerade rübergezogen. Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Ich müsste eigentlich mal auf meine Spur zurück. So. So, heute ein etwas längeres Video. Das ist ja schon mal klar. Aber was ihr auch mal in die Kommentare schreiben könnt, neben, ich kann natürlich immer dann gucken, ob ich es auch erfüllen kann, ist, von was ich eigentlich noch ein Lenkrad-Special machen muss. Man muss dazu sagen, ich besitze nicht alle möglichen Spiele, also kann es jetzt nicht mit so Sachen um die kommen wie Project Cars oder wie auch immer. Das klappt nicht. Erstens mal ist dafür mein PC wohl ein Stückchen zu schwach. Wie auch mein Geldbeutel nicht so ganz dafür da. Also nicht, dass der mir jetzt wäre. Wieso rutsche ich eigentlich immer so nah wieder ans Lenkrad? Auf wer weiß, was für kuriose Ideen kommt. Bin ich eigentlich perfekt mittig in der Cam? Ich hoffe es. Alter, was ist hier los? Ist er plötzlich einfach so stehen geblieben? Das fand ich jetzt aber nicht so nett, möchte ich da mal sagen. Oh, da zieht ein LKW auf meine Spur. Dann ziehe ich eine Spur weiter. Ein kleines bisschen schneller können wir mal. Ich will ja ein bisschen, ich will ja zeitig zum Termin kommen. Wir haben zwar mega Zeit, aber das ist immer gut, ein bisschen passend zu sein. Also bitte. Zack. Ich habe recht viel Platz auf der Straße. Dass ich jetzt gerade durchgehend auf der Autobahn fahre, damit habe ich ja selber nicht ganz gerechnet. Schon, du kannst doch noch schneller fahren. Was ist das? Du bist keine lahme Krücke. Du bist ein Scania.
bisschen zu schnell für die Kurve gewesen. Das Geräusch ist übrigens immer, wenn ich zu schnell bin, als was der... Wow, was ist das denn gerade? Als was der Tempomat da zulassen würde. Ich weiß gerade echt gar nicht, bleiben wir in Deutschland oder fahren wir gleich außerhalb, raus aus Deutschland? Also ich fahre runter im Bereich im Süden von Deutschland, das sehe ich. Bisschen runter noch. Na. Hier wird der Verkehr kritisch. Ich bin zu schnell. Ah, du Sack. Habe ich bis jetzt noch keinen Schaden genommen? Nein, habe ich nicht. Perfekt. Ein Tunnel. Hier? Nein, das war der Motor aus. Okay, ich sollte die Tasten nochmal umarbeiten. Dann war's hier. Nein, dann war's hier. Komm, genau auf 80. So. Was? Hoch. Du kommst ja nicht so weit. Ich weiß, wir dürfen hier zwar nur 80 fahren, aber ich will auch mal ans Ziel. Das Problem halt an ETS 2 selber ist ja leider, das kann ich ja gleich dazu erwähnen, ist offiziell hat das Spiel einfach keine Background-Musik. Das ist mir aber damals schon, glaube ich, bei meinem letzten Test. Oh, das ist aber auch schon Anno Tokea, wo mir das auch mal aufgefallen ist. Du Arsch! Dann hat er doch noch rübergezogen, habe ich das gerade richtig gesehen. Warten. Dafür musste ich jetzt rüberziehen und hätte beinahe einen Schaden verursacht. Fand ich jetzt eher so unplüschig, aber okay. Tatsächlich frage ich mich immer noch hier, wo ich hinfahre. Dennoch ist es irgendwie unklar. Aber ich werde aber gleich jetzt einmal ganz kurz zur Tanke fahren müssen, wenn jetzt gleich mal irgendwann mal eine kommt und dann tanken wir mal ganz kurz auf. Müsste jetzt ja bald mal irgendwann... Ja, genau das, was ich schon... Oh, da war eine. Ja, das habe ich zu spät gesehen. Na gut, ich komme auf jeden... Da! Fahr! Shit! Dann fahr an, was brauchst du denn so lang?
Ich ziehe hier rüber. Bis der wieder in Fahrt kommt, dauert das. Dass ich nur 1% Schaden gemacht habe, wundert mich eigentlich ein bisschen. Eigentlich habe ich mitgerechnet, dass ich mehr mache. Aber ist in Ordnung. Habe ich wohl Luck gehabt. Hätte nämlich auch ganz schön schief gehen können. Aber trotzdem, die nächste Tanke gehört mir. Wenn sie irgendwann mal aufkreuzt. Also auf meinem Navi sehe ich noch nichts. Das gefällt mir nicht. Es müsste aber eigentlich in den nächsten 270 Kilometern Minimum noch eine kommen. Sollte jedenfalls. So, erstmal wieder gediegene 80. Ich habe dafür ein bisschen die Zeit wieder eingeholt, die ich mir ja leider selber ein kleines bisschen versemmelt habe. Der Tanker wäre mal langsam von Vorteil. Nein, ruhig. Hey, na? Lasst mich hier bloß mitspielen, das wäre sonst gemein. Den Hubel habe ich gar nicht mitbekommen. Na gut. Ich brauche immer noch eine Tanke. Spiel, du bist gemein. Dass du gerade überhaupt keine mehr kommen lässt, finde ich nicht nett. Ich glaube doch, da kommt wieder einer. Ich muss mal ein bisschen schneller werden, ich muss vor ihn kommen. Vorsicht! Das war zu weit.
kurz voll tanken und dann geht so gleich schon weiter. Wir sind eigentlich recht gut in der Zeit, wenn ich jetzt recht mal so gucke. Also, ne? Wenn ich mal gucke, wir sollen das Ding. Oh, wir sind überpünktlich sogar. Jo. Erstmal wieder rauf auf die Autobahn. Um eben schneller sein als erlaubt. Hab ich jetzt? Danke. Ah, wir fahren aus Deutschland aus. Wir fahren nach Österreich oder was da? So was ist das, wenn ich mich nicht irre? Ich lasse den Tempomat jetzt mal aus. Ich gebe jetzt gerade selber Gas. Ich werde aber irgendwie gerade ein bisschen schneller. Dabei gebe ich gerade echt nur so halb so ein Viertel Gas. Mehr mache ich gar nicht. Na? Bisschen schneller, komm. Ich will ins Ziel kommen. Wir sind sowieso schon über der Zeit. Ich mag das nicht, dass die immer so langsam sind. Da muss ich immer so tuckern. Mach mal Platz. Ach komm schon, ich mag mit 81 den Berg hier hochdümpeln, ist auch eher so meh. Jupp, das war eine kleine Erhöhung. Knapp 4 Stunden und dann sind wir endlich am Ziel. Das ist schön! Fahren wir mal 100 statt 80. Da wäre nochmal eine Tankstelle gekommen. Aber wir haben jetzt Sprit für eine geraume Weile. Also brauchen wir erstmal überhaupt nichts tanken. Ja, das war ein risky move. Die sind da vorne aber auch ein bisschen zu langsam. Ein Stückchen näher an ihn ran.
Und dann bin ich erstmal zufrieden, da ranzukommen. Nur? Der fährt aber weniger als 70. Alter! Ach, hier ist eine Mautstelle. Okay. Ja, man sollte ein bisschen auch auf die Map achten. Würde man ja auch nicht so failen. Das war zu früh gebremst. Ich habe diese Mautstelle. Ich habe auf die Map nicht geachtet. Da habe ich nur auf den, den Fahrer vor mir geachtet. Und deswegen habe ich das ein bisschen verkackt. Das war natürlich jetzt nicht so berauschend. Ja, das Lenkrad hat sich ein bisschen verschoben. Oh, jetzt gebe ich mal ein bisschen wieder Gas. Auch wenn diese Kurve hier härter sein soll, laut der Kennzeichnung, aber ist sie nicht. Oh, shit. Ich würde mal... War das hier? Ja. Regen! Fand ich jetzt nicht so nett. Ich muss jetzt sowieso, wenn ich gleich draußen bin, nebst bremsen. Haben wir die letzten paar Meter, beziehungsweise die letzten 180 knapp, noch Regen. Mein Gott, ist das ein mieses Wetter hier in Österreich. Wenigstens kein Schnee. Gehst du rüber? Ja, danke. Wenn ich manchmal nicht so steil schon da früh bremsen würde, ne? Das ist jetzt schon die zweite. Die erste hat mich 8 Euro, die andere hat mich über 20 gekostet. Aber ist in Ordnung. Wir ziehen mal hier rüber, dann kann ich den LKW hier überholen. Das ist recht gut. Halte! Wir müssten aber bald irgendwann mal von der Autobahn runter, das weiß ich. Dauert nur noch ein bisschen, aber trotzdem, weil wir kommen langsam an. Ich glaube zwar, dass wir noch ein bisschen hier Autobahn haben, aber trotzdem. Na, ziehst du wieder rüber? Nein? Na gut. Dann nicht. Na doch, zieh drüber.
Ein Duell mit dem Auto. Oh oh. Los, vorsichtig. Da war ich ein bisschen zu langsam. Fahren wir gerade von einer Autobahn doch noch auf eine andere? Wie war das? Wir müssen bald von der Autobahn runter und dann kommt doch noch eine andere. Ja, wow! Wird ein langes Video für euch, fällt mir mal so gerade auf. Ich denke mal, aber das kleinere Problem. Ist die Sonne. Oh, rüber mit dir. Und rüber mit dir. Anfang des Parts arbeite ich ja noch richtig und jetzt, wenn ich die letzten paar Meter habe, gebe ich einfach nur noch Vollgas oder so. Aber okay. Ja, wir sind auf, ups, wir sind fast da. Hat eine langsame Abfahrt hier. Nee, wobei ich muss doch noch hier bleiben. Ist ein Kreisverkehr? Ich glaube ja. Zirk! So. Hoppala. Klagenfurt am Wörthersee, wenn ich jetzt nicht irre. Sollen wir die Ampel mitnehmen? Das war zu früh gebremst.
Friseurchen. Also entweder kommen wir genau auf 50 Minuten, sehe ich gerade. Oder ich beende schon vorher das Video. Ist nicht vorher, das wird sich zeigen, weil ich bin fast da. Das hat zu stark gebremst. Mein Lenkrad vibriert, weil ich gerade stehe. Ach, oh. Na, Mist. So. Oh, ich hab das hier noch an. Hätte ich bestimmt schon seit einer geraumen Weile aushaben können. Und rum damit. So, wollen wir mal gucken, dass ich richtig bin. Wenn man den Motor nicht ausmachen würde, ich die Taste für den Motor werde ich nochmal switchen. So, damit haben wir die Fracht abgeliefert. Ausgezeichnet. Kriegen wir ein Level up? Nee, sieht eher weniger aus. Aber gut, Leute. Ich würde dann jetzt auch mal offiziellerweise sagen, das war's dann mit dem gestiegen kleinen Lenkrad. Special. Ich hoffe, euch hat es denn soweit gefallen, wenn es auch recht ein ruhiges Video heute war als sonst, da ich ja heute rein nur getestet habe. Und ich würde sagen, wenn es denn euch soweit gefallen hat, dann lasst doch bitte jeweils eine kleine feine Bewertung da. Wir sehen uns, ich hätte da. Egal. Beim nächsten Mal. Bis dahin. Habe ich es eingestellt? Nein, habe ich nicht. Bis dahin! Und ciao.